Dennis, Glückwunsch zum zweiten Sieg in dieser Oberliga-Saison. Ist euch ein Stein vom Herzen gefallen? Ja, ich würde mal sagen, ein Riesenstein ist vom Herzen gefallen, weil das war jetzt schwer, immer im Rückstand hinterher zu rennen. Und heute haben wir uns vorgenommen, guten Fußball zu spielen. Das ist uns gelungen und jetzt ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen und es tut erstmal gut. Es gab ja ein paar Riesenchancen oder ja, ein paar. Ihr habt eigentlich eine Chancenüberlegenheit gehabt aus meiner Sicht. Wenn heute das mit dem Sieg geklappt hätte, vor allem wegen der Chancen der 82. Minute, kurz vor dem Tor, Ping-Pong-Szene, dann wärt ihr wahrscheinlich durchgedreht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten in jedem Spiel eigentlich unsere Chancen und normalerweise haben wir unsere Chancen und werden dafür bestraft. Heute hatten wir eben das Quäntchen Glück und machen dann das Tor und ich sag mal, da war das Glück auf unserer Seite und das haben wir uns einfach verdient jetzt durch die Wochen über. Dominik Salz, der Torschütze, ist leider schon in die Kabine verschwunden. Kannst du mehr zu den Hintergründen sagen? Ja, hat ein bisschen Probleme am Hüftbeuger, aber ich sage auch, ein Dominik Salz mit Schmerzen am Hüftbeuger ist uns ganz wichtig und das haben wir heute wieder gesehen und von dem her, nächste Woche wird es wieder gehen. Jetzt die Woche kuriert er ein bisschen aus und dann passt es. Nächster Gegner ist bei euch dann bei einem Heimspiel der SSV Reutlingen. Wie werdet ihr versuchen, den Gegner zu packen? Ja, jetzt haben wir erstmal einen Aufwind gewonnen und ich denke, wir werden versuchen, den gleichen Fußball wie heute zu spielen, ruhig zu spielen, unsere Chancen herauszuspielen. Und heute haben wir gezeigt, dass wir auch zu Null spielen können. Das versuchen wir wieder. Und solange wir zu Null spielen, haben wir nach vorne immer die Chancen. Und irgendwann machen wir dann das Tor und versuchen eben das Ding zu gewinnen. Mit 7 Punkten jetzt, der Druck, ist er jetzt weniger geworden oder war das jetzt einfach nur kurz Luft holen? Nee, ich würde mal sagen, der Druck ist schon weniger geworden jetzt. Also man hat die Anspannung schon angemerkt bei jedem Spieler, aber durch den Sieg fällt die Trainingswoche einfach lockerer aus und für jeden Spieler einfach einfacher auch vom Kopf her. Dennis, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke dir.